mit diesen wunderbaren Klängen zurück zu Grand Ages Rome. Ja, es geht weiter mit der Kampagne des guten Bunkius Maximus Flavius Pervertnig. Ja, wir haben das letzte Mal... Sieht man das hier? Ah. Ach guck mal, die werden der Reihe nach geordnet. Ja, ja. Wir haben das letzte Mal die Belagerung von Patara oder Patara gemacht. Und Gold geholt und quasi ein Foto-Finish hingelegt. Ja, man hat es wahrscheinlich gemerkt, ich war so ein bisschen, ich sag mal, gestresst. Aber das ist ja meistens so, wenn man gestresst ist. In einer Mission, Monster-Mission. Und haben dann Monster-Kill hingelegt von 5 feindlichen Lagern. Das war toll. In der entsprechenden Zeit. Und wir sind um Häfen reicher. Kann man gucken? Genau, das kann man immer zeigen. Ah. Bunkius Flavius. Wir haben die Häfen in Genua. Das heißt plus 15 Kleidung und 5 Ziegel. Also, so wie mit dem Holz, haben wir jetzt am Anfang so einen kleinen Bonus. Da brauchen wir nicht immer 10 von diesen komischen Ziegeleien. Das ist schon mal ganz nett. Und ich schätze mal die Patrizier. Das sind wahrscheinlich die mit den mit dem Klamottenfimmel. Und wir kriegen mehr Kohle. Genau. Präfekturen löschen Feuer doppelt so schnell. Das ist interessant. Was haben wir noch? Straßen können kostenlos. Wir bauen nie Straßen. Ach stimmt, muss ich sowieso mal machen. Ich Hirni. Das muss immer an die... An die was muss das gebaut werden? An die Bäckerei und so, ne? Bäckerei, Fleischerei. Ich glaube, die brauchen alle eine Anbindung. Insula mit guter Nahrungsversorgung produzieren. 2 mehr Güter. Okay. Die kann ich A verkaufen und B für die Equipment benutzen. Dann meckern die nicht immer so doll. Ja, man merkt schon so ein bisschen, ne, wo mein, worauf ich mich so, ja, wie sag mal, fixiere. Weil wir sind ja diese komischen Forscher und so weiter, diese Philosophen. Klar, Stadt, Familie und sowas ist wichtig, ne. Genau. Ja, weiter geht's. In Piratenplage. Auch nicht schon wieder kämpfen. Das sind die 2 Questoren. Kamerad Questor. Ja? Siehst du nicht, was in unserer Republik passiert? Römische Armeen marschieren in Rom ein. Der Senat wird mit vorgehaltener Klinge gezwungen, Gesetze zu verabschieden. Unsere Ordnung wurde von einem Tyrannen umgeschrieben. Wahlen wurden gekauft. Kriege werden nur ausgetragen, um noch mehr Reichtum für die Generäle anzuhäufen. Hilf mir, Bruder Roman. Hilf mir, die Korruption zu bekämpfen und der Tyrannei ein Ende zu bereiten. Bin da. Ich wurde von den Bewohnern gebeten, den korrupten Gouverneur der Insel zu belangen. Komm nach Sizilien und nimm die Position des Proprätors der Insel ein. Zumindest während der Zeit der Untersuchung. Stelle den Glauben des Volkes an Rom wieder her. Na klar, dafür sind wir da. Bauen Sie ein Gerichtsgebäude, bauen Sie 3 Präfekturen. Bundesaufgaben, gewinnen Sie die Mission, ohne dass Ihre Popularität unter 50% sinkt. Heißt sehr viel Futter, nehme ich mal an. Gewinnen Sie die Mission, ohne dass Ihre Popularität unter 50% sinkt. Was brauchen die? Futter und die anderen brauchen Unterhaltung. Ach ja, ein Glaube. Glaube, also die 3 Grunddinger, Nahrungsmittel, sage ich mal, die müssen auf jeden Fall gedingst werden. 1000 Denarii, exportieren sie mindestens... Achso, und was? Exportieren sie mindestens 70 Einheiten Güter. Also fressen ohne Ende. Das ist Güter, ne? 10.000 Score-Punkte. Okay. Um ihre Popularität hochzuhalten, sollten sie dafür sorgen, dass sich die Versorgung von Nahrung und Unterhaltung auf hohem Niveau befindet. Ortsgebundene Boni und Festivals... Ach komm, da gibt es ein schöneres Wort, oder? Ich meine, wir sind doch schon mal hier, ne, Deutsch und Latein, da können wir doch auch was anderes benutzen als dieses verkackte Scheißenglisch. In Tempeln, so Spektakel zum Beispiel. In Tempeln sind gute Methoden, um an Popularität zu gewinnen. Präfekturen senken den Unterhalt aller Gebäude. Ach, in der Nachbarschaft. Sie werden ebenfalls versuchen, Feuer in der Umgebung zu löschen, jedoch kann eine einzelne Präfektur auch nur ein Feuer gleichzeitig. Ach so, wenn das überdingst, okay. Das wusste ich gar nicht. Nun gut, also Stoffe haben wir. Sind das Ziegel? Nee, das sind Ziegel. Ich muss jetzt mal gucken, was das ist. Dieses komische gelbe Ding, diese Spitze, das, was ist das? Wir starten. Komm, wir machen einfach mal. Haben wir Post? Kein Forschungsziel. Oh, das ist auch schlecht. Haben wir denn eine Schule? Haben wir denn einen Feind? Ich hoffe nicht. Ach komm, wir gehen davon aus, wir haben keinen. Zustandswarnung, Arbeitslosigkeit, jawohl. Wir haben eine Weizenfarm. Machen wir erstmal die Futterproduktion. Oder die kurbeln wir jetzt alle erstmal an.
Wassermühle. Ja. Jaha. Zwischen eingetreten, Arbeitslosigkeit, das ist schlecht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Bäckerei, was? Verlassenes Haus. Also jetzt übertreibt mal nicht. Keinen Arbeitsplatz hier oben. Heißt, wir brauchen hier oben einen Holzfäller. Kann ich das bauen? So, dann arbeitet hier der Holzfäller. Alles klar. Hier unten haben sie auch nichts zu tun. Das ist schlecht. Heißt das, die Popularität... Oh, bei 52? Nicht fallend. Ansteigend. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, wir müssen gucken, dass wir Ziegel ran schaffen. Sehe ich das? Habe ich das gerade richtig gesehen? So, Ziegel. Wir hatten nichts zu tun. Hier ist abreißen. Komm, wir geben mal ein bisschen Kohle. Das machen wir gleich, sobald Arbeitsplätze da sind. Hier fehlt ein Arbeitsplatz, da fehlt ein Arbeitsplatz. Okay. Ziegel. Futter. Heißt, wir haben eine Bäckerei. Zack. Bäckerei. Kann jemand arbeiten? Da kann jemand arbeiten. Dann brauchen wir eine Schweinerei. Darf ich das denn? Schweinefarm. Zack. Gibt übrigens einen Bonus, wenn es direkt am Feld oder direkt an der Weizengeschichte dran steht. Hab ich auch gelesen. Ich habe mich so schlau gemacht. Ich weiß alles. Hoffentlich werde ich nicht abgefragt. Da merkt man, ich weiß einen Scheißdreck. Schlachterei braucht Fleisch. Ja, das kommt ja noch. Ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, nicht? Gibt es einen Bonus, wenn sie direkt in dem dran steht? Ne, wann gibt es einen Bonus? Weiß ich nicht. Vielleicht mal die Häuser richtig rumbauen. So, und hier haben wir gesagt, wollen wir eine Straße bauen, richtig? Straße ist wahrscheinlich eine Grundlage. Straßen erlauben und so weiter. Ne, Straßen sind nicht erlaubt. Pech gehabt. Aber jetzt sind sie es doch. So. Hier muss ich wieder jetzt Geld zahlen, ne, dass die Leute antanzen. Man hat direkt, schafft direkt in der Bäckerei. Auch hier. So, Zufriedenheit. 54. Ja. So, ansteigend. Läuft. Haben jetzt alle was zu tun. Ach, das finde ich schon wieder so viel angenehmer, wenn ich endlich mal chillen kann auf der Arbeit. So. Schule. Inselgedöns. Schule. Ich würde sagen, die bauen wir... Das hier bauen wir mal weiter aus, oder? Ach ja, Forum vielleicht mal. Hallo? Das Hallo rum. So, reicht das? Ist das, oder sind die dann wieder zu weit weg? Das muss ich überprüfen. Haben wir das gewählt, dass es nichts kostet? Das kostet 1000 Denarii. Okay. Hallo? Schon wieder falsch gemacht. Andersrum? Nee. So, zack. Ja, komm, es sind jetzt nicht alle unmittelbar davon betroffen, das macht nichts. So, jetzt mal schauen. Erstmal eins nach dem anderen. Produktion von Holz gesichert. Ziegel, jein. Schafft da schon wer? Kommt direkt die nächste Ziegelei. Schön gestaffelt. So, eine Schule brauchen wir. Wir brauchen eine Schule. Das war bei öffentlichen, ne? Öffentliche Schule ist es. Ja, deswegen bei öffentlichen wahrscheinlich. Öffentliche Schule, ja. Komm, hier oben hin. Zack. Schule ist wichtig. Liebe Kinder. So, was haben wir hier? Weizenfarm, Schweinefarm. Weizenfarm, Schweinefarm. Die müssen wir auf jeden Fall erforschen, dass wir da ohne Ende zu fressen haben. Wir haben noch nicht einen einzigen Tempel erforscht. Vielleicht brauche ich dann direkt diesen komischen, diesen Vespa-Tempel. Dann kann ich den da hinten reinknallen, oder? So, wie sieht's aus mit... ist das eigentlich schon... Wasser, Aquädukt, Reservoir. Und jetzt können sie ein Aquädukt erweitern. In der Nähe von Bauernhöfen wird deren Produktion gesteigert, da diese mit Wasser vom Aquädukt Reservoir versorgt werden. Wasser, ja. Das ist natürlich klar. Was ist hier das Problem? Ach, benötigt Plebejer. Bin ich doof? Habe ich echt nicht genügend Plebejer gebaut? Was ist das? Achso, das war... Aha, jetzt fehlt es wieder an diesemjenigen. Aber das kriegen wir gleich hin. Sobald die ersten Insulae stehen, dann geht es hier richtig ab. Und dann geht auch die Forschung ab. So, zack, Forschung. Erste Amtshandlung,
Bewässerung, ganz, ganz klar. Danach direkt die Instandhaltung, dann den Tempel und dann Holzversorgung. So, jetzt haben wir 40, 19, ideal. Oh, Holz, ja, Holz ist momentan ein bisschen knapp, ich muss mal ein bisschen warten. Niedrige Nahrungsqualität, oh. Wir brauchen, stimmt, Moment, ich hab doch Fleisch. Moment, Schweinefarm. Kostet nur Geld, wird gemacht. So, das Bewässerung läuft. Bäckerei, da müssen natürlich jetzt andere arbeiten. Sinnigerweise, aber es müsste noch reichen. Produktion von Wurst, wir haben 6. Verbrauch ist 5. Wir haben jetzt hier 17. So. Hier in zweiter Reihe vielleicht. So, jetzt haben wir da drüben bald die Nahrungsgeschichte. Equites oder Plebeier? Ich würde sagen, erstmal ganz normalen Insulä. Ach, guck mal, da drüben ist auch einer. Bin ich doof? Hä? Ach, die habe ich nur einen Meter zu weit nach da. Okay. Das war weniger intelligent. So. Präfekturen brauchen wir auch irgendwann bei Zeiten. Brauchen wir die Equites. Equites. Und dafür brauchen wir da wieder die gute Laune-Geschichte. Also erstmal, wenn sich's verhindern lässt, bauen wir sie erstmal nicht. So, die schaffen jetzt dann halt hier. Ist ja wurscht. Noch schafft hier keiner, das ändern wir aber. Gut, jetzt mehr Forschung. Gibt auch immer lecker Kohle. Die zwei finde ich sowieso immer toll. So, den komischen Tempel haben wir jetzt erforscht. Das heißt, dann ist der Glaube da. 82. Ah ja, komm. Wir können sogar Leute Geld aus ihnen rausquetschen. Ansteigend. So, zack. Wir leben mal hart am Limit mit unseren 52. Aber wir müssen... Kriminalität, wer? Pass bloß auf. Sonst holen wir die Präfektur. Nun gut. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir... Eigentlich sollten wir hier diese ganze Equites-Geschichte aufbauen, oder? Sollte man vielleicht gleichzeitig das Odium bauen? Das sorgt hier für Unterhaltung. Da können wir, glaube ich, auch mehrere davon machen. Da brauchen wir doch bestimmt weitere Insulä mit, weil ich glaube nämlich, die Ziegel werden irgendwann wieder Probleme bereiten. So, Forschung. Forschungsmeilenstein. Jawoll. Kann ich wieder weiter... Nein, nicht drücken. Gucken, sind wir noch im Rennen. Wir brauchen ein Gerichtsgebäude und 3 Präfekturen. Läuft, kommt gleich. Gewinnen Sie die Mission, ohne dass Ihre Popularität unter 50% sinkt. Exportieren Sie mindestens 70 Einheiten Güter. 70 Einheiten Güter. Güter werden produziert, ne? Oh. Güter können wir verticken. Heißt, ich muss viel Futter haben, damit ich ordentlich exportieren kann. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Das heißt, wir gehen auf mehr Futter. Kümmern uns mal hier rum jetzt. Bürokratie können wir auch irgendwann machen. So. Jetzt mal schauen. Wir brauchen wahrscheinlich dann noch Stein. Hier erstmal für mehr Holz sorgen. Halt, der Glaube. Oh, da haben wir schon das erste Problem. Wie wäre es, wenn wir das dahinter packen? Und hier dann die... Wir müssen ja sowieso mehrere von denen machen. So, die essen aber die Güter. Heißt, wir brauchen eine Präfektur. Das kümmert sich dann um... die ganze Ostseite. Dann bräuchten wir unten links das Ganze auch. Aber machen wir erstmal das hier. Jetzt ist das erstmal durch vor Feuer geschützt. 3 Stück brauchen wir. Das ist ja kein Ding. So, Unterhaltung wird hier gleich gesättigt. Hier haben wir den Lebensmittelmarkt, der für Futter sorgt. Forschung ist schon der richtige Punkt, genau. Kräuterladen, Büchereien, Finanzamt. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall auch mal machen. Ich möchte, komischerweise... Ich möchte ein Finanzamt haben.
Ich glaube, das haben wir so in der Form auch selten. Aber vielleicht irre ich mich auch. So, wir müssen Handel treiben. Da brauchen wir auch wieder so eine Equip... Was ist dein Problem? Niedrige... Na, was? Unterhaltung. Wie? 20? 20 Unterhaltung. Und niedrige Unterhaltung. Oder Unterhaltung. Nee. Und Nahrungsqualität ist Kriminalität. Wo ist denn dein Problem? Achso, du hast eigentlich gar keins. Jetzt hast du was zu tun. Wahrscheinlich war nur arbeitslos und hat sich ein bisschen geärgert. Ist in Ordnung. Den materiellen Unterhalt. Genau, das wird ja auch gesenkt. Materieller Unterhalt. Abfallende Popularität. Weil, warum? Tatsächlich ist eins runtergegangen. Kann ich das irgendwie anklicken? Abfallende Popularität. Warum? Ich habe da so ein dümmliches Odium-Dings hier gebaut. Wollt ihr vielleicht eine Arena? Seid ihr nicht unterhalten? I'm not entertained. Ich weiß es nicht. So, da drüben ist Unterhaltung. Wer muss hier schaffen? Wer schafft eine Arena? Shit, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Das ist gleich ein öffentliches Gebäude, ne? Unterhaltung erfordert Sklaven. Okay, das war bei Kommerz. Sklavenmarkt. Genau, die können dann noch direkt hier was auch immer bauen. Steinvorkommen. Okay. Steinbruch. Okay, machen wir gleich. So, Unterhaltung ist hier unten also auch dann mehr oder weniger... Dafür ist gesorgt. Heißt, wir bauen einfach mal Equittenhäuschen und dazu dann die, wie heißen sie noch gleich? Nicht Schlachterei, nein, nein. Präfektur. So, einer kümmert sich um den Norden, haben wir gesagt. Dann bräuchte man eins noch hier im Südwesten und eins im Südosten, würde ich sagen, oder? Unmittelbar vielleicht direkt daneben. Komm, der macht hier den Osten. Und einer muss noch den... Ja, stellen wir noch hier eins irgendwo hin. So, wo sind wir? Wir sind bei Präfekturen. Dann bauen wir die schon mal. Da haben wir das... Dann ist die Kuh schon mal vom Eis. Gut. Schön zentral. Ja komm, knall wirklich rein. Ist ja wurscht. Nicht ganz hübsch aus. Nicht ganz schön, aber fein. Wobei der oben... Da kommt jetzt überlappt. Ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Falls irgendwo zwei Häuser mal brennen, dann können zwei Präfekturen ausrücken. Und die haben erstmal nichts zu tun. Sind dann genervt. Passt. Gute Laune. Abfallend. Warum? Aber es gibt ja Popularität, wann immer ich irgendwas erforsche. Damit kann ich mich so ein bisschen über Wasser halten. Apropos Forschung. Wir sind bei Bürokratie. Bürokratie heißt... Macht. Klar. Finanzamt kommt noch. Hier mehr Futter. Das dauert auch eine ganze Weile. Ideal. So. Nur noch 70. Wieso ist die abfallend? Das verstehe ich einfach nicht. Wollen die Präfekturen müssen jetzt dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen beim Klo spülen? Oder bin ich. Habe ich das irgendwas nicht? So, Weizenfarm und Schweinefarm produziert jetzt bitte noch mehr. Ja, sinnig wäre es natürlich, wenn... Wir müssen mehr von den Dings bauen. Jetzt baue ich noch mehr von... Noch ein weiteres Kithaus. Warum? Weil... Ich das sage. Das heißt, wir werden die Bäckerei und die Schlachterei, die werden wir beide mal aufbessern. Dann brauchen wir jetzt erstmal eins. Was können wir denn bauen, wo wir Plebejer brauchen? Sonst haben die Insulaner wieder nichts zu tun und sind genervt. 60? Okay, das ist ein bisschen viel. Genau, Steine. Wir können die Steine klopfen lassen. Steine klopfen, richtig. Steinbruch. Ja, noch kann da keiner arbeiten, wir machen es aber trotzdem. Das wird schon werden. So, das muss nämlich ausgetauscht werden. Hier arbeitet in der Schlachterei jetzt der gute... Zack. Und hier müssen keine Sklaven, sondern Plebejer ran. So, das heißt, die arbeiten dort. Ideal. Irgendwer hat jetzt hier, glaube ich, keinen Arbeitsplatz, oder?
Ziegelei. Genau, hier hat keinen Arbeitsplatz. Das ist schlecht. Kann ich. Ja, das nervt halt so ein bisschen. Ich kann denen nicht sagen. Sie produzieren Güter. Verstehe ich nicht so hundertprozentig. Was ist eigentlich mit diesem komischen Markt? Wer arbeitet denn da? Sklavenmarkt, Handelsposten. Sie haben keinen Zugang zu Landhandelsrouten. Ach so. Okay. Ich muss Seehandel betreiben, alles klar. Das heißt, ich muss mich nach da unten irgendwie vorarbeiten. Abfallende Popularität. Seuchenwarnung. Ach, ich habe die Brunnen vergessen. Grundlagen, ja, selbstverständlich. Das ist natürlich. Das sehe ich ein, das war sehr dumm von mir. Ich kann es nicht bauen, weil. Ach so, kein Wasser. Ja. So, ein Brunnen. Brunnen. Brauchen wir noch mehr? Was kosten die? Nicht die Welt, dann werden sie gebaut. So. Zack. Da oben könnte ich. Ach, guck mal, hier können wir noch mehr Futter rankarren. Hat der vielleicht auch einen größeren Radius, der große Brunnen, im Vergleich zum anderen? Mal schauen. Unten links sehe ich es noch. Tatsache, okay. Das ist gut zu wissen. Dann können wir die. Ach nee, das ist zu weit weg, okay. Das ist wiederum schlecht. Haben wir denn hier eine Wasserquelle? Oh, ich muss die Kamera wieder dummlich drehen. Das ist auch so ein bisschen. Naja. Was ist hier denn? Eisen. Goldvorkommen. Oh. Meilenstein, what? Solche Soldaten ausbilden? Könnte ich machen. So, sammeln. Hier beim Dingspunkt. Da ist Gold. Oh, das ist gut. Das ist gut. Eisen und das andere auch. Ne, da mache ich einfach nur so eine komische. Wie heißt die noch? Dann ändern wir das mal. Wir müssen handeln. Oder können wir die direkt schon in die Nähe beamen? Wahrscheinlich nicht, das reicht nicht. So, Grundlagen, Außenposten. Ne. Brauchen wir das irgendwie hier an den Weg vielleicht? Oder auch nicht? Aber es sind Häfen, da brauchen wir hier diese komischen Equites. Heißt, wir brauchen hier wieder Unterhaltung durch dieses Odium. Odium-Nahrungsding. Zustand endet, Leistungsfähigkeit. Oh, das ist aber schlecht. Die Leistungsfähigkeit endet, ist, glaube ich, nicht gut. So. Verdammte abfallende Popularität. Sonst haben wir immer. Ne? Sonst ist es alles gar kein Thema. Vielleicht hätte ich Sachen auf diesen Plattformen errichten sollen. Deswegen die ganzen Steine. Kann das sein? Nicht hängen bleiben, bitte. Letztes Mal ist er sogar komplett abgeschmiert. Das bitte nicht mehr. So, Soldaten laufen. Bisschen Steine. So, wer arbeitet dort? Die Sklaven. Also nicht nur zur Unterhaltung tragen die bei. Vor allem, wir haben doch die krasse Unterhaltung. Ach, der Glaube. Ich habe den verdammten Glauben vergessen. Ich glaube, ich spinne. Was brauchen wir da? Marmor. Ah, okay. Jetzt begreife ich es. Langsam ergibt sich ein Bild. So, hier irgendwo. Können wir die zwei nutzen, alles klar. Betreiben müssen wir das dann mit den Kitten, genau, und hier müssen wir hier hoch. Was haben wir hier? Eisen. Ich hätte gerne Marmor. Marmor-Vorkommen. Hier haben wir auf jeden Fall ein Vorhaben. Guck mal, das sieht doch wirklich so aus, als ob man hier immer so ein Zentrum bauen soll und dann, na, wie beim Vorgänger, Häuser hin, Versorgung hin, Tempel oder Schrein hin. Was kostet ja eigentlich der Spaß? Religion. Naja, Steine und ein bisschen Ziegel. Steine und Ziegel, okay. Halt, hat mir nicht hier. Genau, hier hat einer nichts zu tun. Das ändern wir auch mal. Vielleicht ist das so ein Grund, warum der so ein bisschen genervt ist hier, der Trupp. Trupp, ja. Kollegen. Komm, hier die große Ziegelei-Industrie ziehen wir hier auf. Dem geht es mich bestimmt nicht gut. Aber Religion ist wichtig. Heißt, wir brauchen. Wir haben den erforscht, ne? Tempel des Mars, Tempel der Vesta. Och, die Götter, ja klar. Verdient. Die Götter haben ihre Stadt während des letzten Erbebens verschont. Gut.
Lohnt das, hier sowas aufzubauen? Ich mache erstmal die Geschichte mit dem Marmor, oder? So. Ziegeleien, perfekt. Der ist jetzt beschäftigt. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Marmor hier. Das war eine Grundlage. Boah, was frisst denn der an Material? Und es braucht auch rechts oben diese Soldatenköpfe. Das heißt, ich muss mit mehr Ekithäusern arbeiten. Kann ich das dann irgendwie so zentral bauen, dass ich alle... Ne, kann ich nicht. Das verwundert mich aber. Okay. Komm. Und du gehst mal da runter zur Goldgeschichte. Das können wir... Können wir das einfach so abbauen? Wenn ich einfach nur eine Sklaverei hinknall, wahrscheinlich. Wie wir Sklaven... Ja, und genau deswegen wäre der Sklavenmarkt auch nicht so schlecht gewesen. So, du holst dir die Siegpunkte. Die haben wir schon. Was auch immer die bringen. Aber vielleicht... Oder ich schätze mal... Man soll das irgendwie machen. Was ist das denn hier? So abgeholzter Wald von mir aus. So, das ist wichtig. Heißt 72. Oh, wieso ist die Popularität so schlecht, ihr Spacken? Wo ist denn euer gottverdammtes Problem? Odium. Achso, der Glaube. Ja. Braucht aber Marmor. Heißt, braucht auf jeden Fall Marmor. Forschen können wir aber mal in die Richtung. In die Richtung Bücherei. Tempel des Mars, genau. Tempel des Mars. Philosophenschule. Oh. Sie können eine Philosophenschule errichten. Es kann nur eine geben. Ja, klar. Krankenhaus. Tempel des Jupiter. Oh. Komm, dann knallen wir den jeweils einen Tempel irgendwo in die Ecke. Dann sind sie hoffentlich mal glücklich. Oh, Geldnot. Oh oh. Vielleicht doch die Goldgeschichte hier drüben. Moment. Wenn ich jetzt keinen Sklavenmarkt nicht mache, ich hab keine Sklaven. Erlaubt Handel an Land. Kann ich jetzt plötzlich doch handeln? Meilenstein wurde eingenommen, okay. Nun, ich kann keine... Dann müssen wir das anders machen. Reichen hier nicht einfach... Reicht das nicht, wenn ich eine Insulä baue? Eisen. Wir brauchen Marmor. Okay. Brauchen wir jetzt Insulä und... Wo ist denn das? Nicht Odium? Ja, ja. So eine komische Taverne, die braucht dann ja wahrscheinlich wieder... Ja, die Ekitten. Ach, ist das anstrengend. So, arbeitet mal hier im Steinbruch zuerst. Ne, im Marmorbruch. Eisenmine, Marmorsteinbruch. Ja. Und die anderen arbeiten dann hier im Lebensmittelmarkt, sozusagen. Na? Kein Bock? Komm, dahinter. Die arbeiten dort. Vielleicht auch direkt einen kleinen Brunnen hin, damit die mal Ruhe geben. Produktion. Wo waren das nochmal? Achso, Grundlage, klar. Klar, Grundlage hätten wir. Was machen die Soldaten? Momentan nischt. Wo ist noch ein Punkt? Hier unten. So. Die machen einfach mal Quatsch. So, hier. Da hätten wir gerne ein bisschen Handel. Jetzt haben wir dann den Marmor. Heißt, können im Grunde genommen den Seehandel öffnen. Also einmal die Hütte. Im Grunde genommen sollte das dann die Taverne sein, oder? Oh, wir haben nicht mehr so viel Geld. Durch den Handel müssen ja hoffentlich wieder was reinkommen. Ihr braucht Wurst, na, von mir aus. Achso, da könnt ihr arbeiten. Dann gleich nochmal so einen Kollegen direkt daneben. Und dann ist wahrscheinlich Kommerz, der Hafen. Hoffentlich. So, oh, hier haben wir Wasserprobleme. Oder nee, haben wir nicht. Das ist am Wasser. Das heißt, ein Brunnen ist da schnell gebaut. So, Brunnen. Momentan nicht viel zu tun. 75. Abfallend. Minus 650. Alles klar. So, was verkaufen wir? Ich würde sagen Stein oder sowas. Stein zu verkaufen ist, glaube ich, wichtig. Da haben wir schon zwei von den Kollegen. Ja, baut die mal ruckzuck auf, bevor die hier durchdrehen.
Wird da was gemacht? Wir haben, ja. So, jetzt können wir mal angehen. Tempel des Mars. Den Jupiter-Tempel haben wir noch nicht, ne? Erfordert mehr, als wir haben. Machen wir erstmal den Tempel des Mars. Was ist denn da, wo viele, viele Leute sind, die sich darüber freuen, dass der aufgebaut wird? Na, wieder nicht so gut. So, hier gibt's eine Erhöhung. Achso, machen wir doch eine. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der hinkommt. Kommerz? Nein. Glaube. Tempel des Mars. Oh, wir sind fett im Minus. Klar. Nehmen wir es einfach hier hin. Irgendwie. Heißt, wir müssen das hier erstmal erhöhen. Was ist jetzt los? Achso, es blockiert etwas. Grundlagen. Ja, die Grundlage will ich gerne bauen. Aber ich darf ja nicht. So, und jetzt? Tempel. Oh, Jupiter-Tempel. Ist der schmaler? Ja. Bauen wir trotzdem erstmal den anderen. Tempel der Vespa. Der ist wieder zu dick. Ich glaube, den kriege ich da nicht drauf geparkt. Passt. Dann ist es der Tempel des Jupiter. So schnell kann man sich umentscheiden. So, Erhöhung gibt mehr Popularität. Ja, zack. Das dauert offenbar noch ein Momentchen. Gut. Heißt, weitere Insula für mehr Popularität und ein Marmorsteinbruch. So, wie ist eigentlich mit der Forschung von Steinbruchgeschichten? Haben wir da irgendwie, können wir da ein bisschen dran arbeiten, feilen? Was sind wir da? Architektur, nee, Technologie ist es. Ach guck mal, noch gar nichts. Ja, falls es mal mit dem Holz mangelt, können wir da auch nochmal dazwischen grätschen. So, wie sieht's hier aus? Ja. Was können wir verkaufen? Stein. Stein, Holz können wir verkaufen, gibt 60. Und Holz, Holzhammer. Den Holzhammer. Na komm, wir suchen mal nach neuen. Handelsrouten kosten ein bisschen. Oh, 1000, minus 1200. Oh. Wir sind bei 86. Ich würde gerne mal die Leute, ne? Was brauchen wir denn? Forschung. Ah ja, dann gibt es die nächste Stufe. 485. Jetzt schauen wir mal die Forschung an, ob das einen positiven Effekt hat. Ja, das mit der Kohle ist natürlich schlecht. Sammeln Sie 10.000 Denarii. Hast du dir mal gesagt, wir sollen die ganzen... Die Festivals sollen wir abhalten. Oh, bald ist der Dings fertig. Der Turm, der... Na, der andere. Ja, ich hab's Geld leider nicht. Shit. Abfallende Popularität. Wenn ich das jetzt einsetzen würde... Was haben wir gesagt? 485. Ich will mich wissen, ob ich jetzt mehr Kohle aus den Leuten rausprügeln kann. Ach, verdammt, ich muss... Außenposten braucht auch Geld. Shit. Oh, in 6 Minuten sind wir pleite. Shit. Ich wollte Patricia umzuarbeiten. Wir haben keine Patricia. Patricia wieder kostet Geld. Scheiße. Ich hab nicht drauf geachtet. Komplette Holzverwertung, ja, okay. 485 immer noch. Verlust an Popularität... Das müssen wir trotzdem machen. 5 Minuten sind wir platt. Ja. Schnell handeln. So, was haben wir noch? Wir können Eisen, Roh... Oh Gott. Jetzt haben wir schlechtere Preise. Das ist natürlich ein Traum. Würste könnten wir handeln. Guck mal hier, Würste in Biblos. Das geht richtig ab. Brauchen wir 50? Wir haben immer so 0. Ach ja, Güter müssen wir handeln, klar. Für 200 in Leptis. Handel beginnen. Nun gut. Pro Minute verdiente Denarii. Ja, ich muss das hier gebacken bekommen. Ich muss die... Den Außenposten, ja genau das. Halt, Truppen! Wo sind meine Truppen? Oh, da hinten. Ach, wo ist es denn, Leute?
Halt, da brauche ich einfach ein Gebäude hin. Ist mir doch egal. Diese Scheiße. Also, was die Karte angeht, da könnte ich echt abreiern. Das finde ich so dümmlich gemacht. So, ja genau, wieso baue ich denn hier irgendeinen Quatsch auf? Ich baue einfach. Ich mache das Gold vor allem klar. Indem ich eine Hütte irgendwo hinbaue. Mindestens ein nahes Gebäude. Ja, kommt gleich. Oh, wir. Hoffentlich kommen wir dann nochmal raus. 5 Minuten. Ne, 4 Minuten für 500. Komm schon. Ich kann leider. Ja, abfallend. Das ist schlecht. Goldmine. Mehr Gold. Wir arbeiten in der Goldmine. Haben hier eigentlich fast alles. Keine Unterhaltung und keinen Glauben. Unterhaltung, Glaube, Unterhaltung, Glaube, Unterhaltung, Glaube. Diese Odium-Geschichten brauchten wir nur. Das haben wir. Moment. Unterhaltung. Was war ein Öffentlichkeitsgebäude? Genau. Das braucht, verbraucht Holz und Ziegel. Ja, super. Braucht aber. Komm, machen wir trotzdem noch diese Ekites-Häuser. Denn wenn es an irgendwas wahrscheinlich nicht mangelt, dann ist es an Steinen. Da haben wir reichlich. Wie haben wir denn eigentlich im Plus? 6 und. Oh, sehr, sehr viel. Vielleicht doch nochmal einen weiteren Hafen. Komm, ich brauche noch einen weiteren Hafen. Wir müssen. Minus 600. Kann ich denn überhaupt weiter bauen? Geht das? Kommerzhafen. Oh, der Kommerzhafen geht. Sauber. So, und direkt. Das dauert einen Moment. Minus 1000. Ei. Nee, doch nicht. Ich muss Geld verdienen. Shit. 3 Minuten haben wir noch. Minus 62. Ich kann es nicht einsetzen. Wir müssen auf 80 müssen wir hoch. Shit. Und den benutzt leider keiner. Och nein, schönen Tempel des Jupiter. Ich muss ihn einreißen. Vielleicht den anderen Tempel dahin. Oder gibt das Kohle? Wahrscheinlich nicht. Ah, shit. Den Leuten muss es besser gehen. Wir brauchen Idiotentechnologie. So, dreimal Technologie, dann freuen sie sich vielleicht. Bücherei. Ja, Finanzamt. Das hätte ich mal vorher bauen sollen. Hätte man die schön die Kohle aus denen rauspressen können. Boah, kostet 2000. Achso, macht Kohle, braucht Kohle. Logisch. Was auch sonst. So, mehr. Ei, das war eine schlechte Idee. Jetzt habe ich was gebaut und ich bin tot. 2 Minuten. Aber ich bekomme ja dadurch Fettkohle rein. Man muss Geld ausgeben. Okay, jetzt baue ich mal nichts. Dran denken, nichts bauen, außer vielleicht ein Tempel. Ein kleines. Okay, 2 Minuten. Ich muss hoffen. Immer noch abfallend. Ja, weil der Glaube jetzt natürlich wieder Arsch ist. Och, nicht doch, nicht doch. Tempel ist über. Hätte ich den Scheiß nur nie gebaut. Kostet 800, der Spaß. Der kostet 500. Und ich muss das. Okay, das geht sogar. Ich glaube, diese Goldmine hat mir. Ja, die hat mir tatsächlich den Arsch gerettet. Ja, sauber. Minus 350. Ach ja, Handel vielleicht. Hallo. Wo ist hier das Problem? Benötigt. Ach, ich habe die nie gebaut. Was kostet das? 200. So, sei im Plus. Machen wir gleich. Gleich geht's aufwärts. Der Aufschwung kommt. Er kommt. So, hau ab mit deiner Uhrzeit allerdings. Komm, hau ab. Zack. Ja, sauber. So, jetzt arbeiten die hier gleich und verkaufen die ganzen Steine, die wir haben, weil das ist ein bisschen viel. Können wir riesige Mengen an Steinen loswerden. Hier übrigens können wir dann auch direkt einbauen. Jetzt kommen wir wieder ins Minus, jetzt ist mir egal. Jetzt ist es mir egal, jetzt machen wir Kohle durch den Seehandel. Seehandel, sagen wir auch. So, und wir verkaufen Steine nach Rom. Ist natürlich kein guter Handel, aber die müssen weg. Haben wir leider ein bisschen zu viele von. So, das ist richtig gewesen. Jetzt könnten wir sie bauen. Ich könnte ins Essen brechen. Jetzt habe ich den verkackten Tempel abgerissen. Wieso reiße ich den Tempel ab? Ach, wegen der laufenden Kosten. Oh, das werden sie mir wahrscheinlich hoch anrechnen. Nee, ankreiden. Das andere hoch anrechnen. Ja, Schwierig, schwierig. Hier könnte man auch mit ein paar Plebejerhäusern noch, mit ein paar Insulae, könnte man hier Futter aufziehen. Die Verarbeitung könnte man die Ekithäusern, Ekithäuser übernehmen lassen. Dann könnten wir hier Wurst verkaufen. Dann machen wir das große Wurstimperium.
Achso, wir brauchen noch eine dritte. Ne, wir haben drei von den Kollegen Aufgaben. Also vielleicht mal um die Aufgaben kümmern. Ich brauche ja einen Quatsch. Aber gut, wir haben auch nur Probleme. Minus 250. Ja, ja. Güter verkaufen wir. 30 von 70. Läuft. Gewinnen Sie die Mission, ohne dass Ihre Popularität sinkt. 68. Ja, das müssen wir jetzt mal angeben. Das. Jetzt werden, wenn das da drüben läuft und die Handelsroute auch, dann geht's rund. So, Männers, was können wir verticken? Ziegel ohne Ende, ja, Eisen. Wieso haben wir kein einziges Stück Eisen? Was ist das hier? Kleidungen. Kommen wir in 15er Schritten? Das könnte man auch mal sich überlegen. Das gibt ja einen Arsch voll Kohle. Oh, wir können Brot verticken. Komm, nach Rom. Brote nach Rom. Läuft. So, jetzt haben wir gesagt, den Glauben müssen wir mal auf Vordermann bringen. Das bringt. Hier arbeiten Plebejer und Patrizier. Dann machen wir das so. Können wir das irgendwie hier anschließen, sodass ich da unten noch mitspielen kann? War. Wahrscheinlich vielleicht. Sie halten einen Bonus. Ach nee, das müsste hier ran angrenzen. Das ist gerade ein Meter zu weit. Ich krieg zu viel. Könnte es aber vielleicht schaffen, hier das Ding zu bauen. Genau. Dann machen wir zwei Insulae. Schließen die mal so schön hier an. Nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben. Nein. Sei brav. Sei artig. Genau, schließen wir jetzt hier an. Das heißt, hier arbeitet die eine Truppe und die andere Truppe übernimmt dann den Steinbruch. So, Kohle, 380. Ja, okay, jetzt rollt der Rubel langsam. Heißt, weitere Tempel der Vesta könnte man hier auch hinknallen. Oder ist groß genug? Perfekt. Ja, es fehlt eine Kit. Ist egal. Die bauen wir einfach hier mittendran. Zack. So, Futter erreicht die hoffentlich noch. Jawohl. Es läuft. Es läuft. Die bringen Kohle rein. Spektakel kostet. Erhöht ihre Popularität um 5. Achso, da muss ich viel Geld ausgeben, dass die Leute... Ja, ich verstehe schon. Verstehe. Vielleicht einfach mal die Forschung vorantreiben. Kriegszeug, ja... Handwerksmarkt. Sie können Handwerksmärkte errichten. Bäder. Sie können... Oh, römische Bäder. Wenn irgendwas für gute Laune sorgt, dann doch ein schönes, heißes Bad, oder? Ah, jetzt kommt die krasse nubische Musik. So, einer arbeitet nicht. Genau, das ändern wir. Zack. Und direkt effizienter sein. Das ist wichtig. Eigentlich nicht, aber... So habe ich es einfach angeklickt, Pech gehabt. So, der Hafen. Oh, das sieht gut aus. Die Schiffchen, sie kommen rein. Handel läuft. Verkaufe Güter. Für 2,40. Ja, gut, die Steinvorkommen. Kann man das nicht irgendwie... Und hier... Läuft. Ja, wir haben so viele Steine. Steinproduktion. So, dem müsste doch jetzt hier gut gehen, oder? Gute Laune ist hier angesagt. Hier glaube ich auch. Hier fehlt es halt an Glaube. Das kriegen wir aber trotzdem hin. Was ist denn hier? Sie können eine Proskription ausrufen und die Almosen konfiszieren. Aha. Ihre Popularität würde um 20% sinken. Bringt mir aber wie viel Kohle? Weiß ich nicht. Die Popularität, Popcorn-Rop-Pop, ist gerade wichtiger. Patrizier. Wir können ein Patrizier ausbauen. Ich wette, es gibt wieder nur Probleme. Sie brauchen... Was ist denn das? Olivenöl? Diese komische Fass. Was ist das? Nahrung? Ist das Wein? Bestimmt Oliven. Arbeiten Plebejer drin. Okay. Mach ich mal. Was habe ich jetzt gebaut? Wein? Nee, das andere. Olive, ne? Wird nicht umgesetzt, das... Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Die sind schon mal... Die sind bereit. Bereit. So. Brunnen sind überall vertreten. Sehr gut. So, hier ist der Glaube angekommen. Jawohl. 30 Glaube. Zufriedenheit. Nahrung ist... Wieso ist hier eigentlich so wenig Nahrung?
Kann ich hier nicht zur Verarbeitung... Kann ich Wurst verarbeiten? Warte mal. Ich glaube, das muss ich sowieso alles machen. Ich habe das komplett... 22. Wir könnten eventuell hier... Achso, nee, diese komische Verteilung da hinten ist das, ne? Kommt an. Der liefert, produziert 25. Ach so, klar. Ich kann doch... Oh, ich bin doch ein Idiot. Ich kann doch hier zu den verbesserten Dings wechseln. So, Wechselbelegschaft. Oh, jetzt ist wieder alles krumm und schief. Was stimmt jetzt nicht? Wieso? Oh, Lebensmittelmarkt. Niedriger Unterhaltung, Kriminalität ist ein Problem. Was soll das? Achso, jetzt schafft hier wieder keiner. Das hier müssen wir angehen. Okay. Hier schafft keiner. Moment, fehlt es uns an? Wahrscheinlich. War einfach direkt hier die nächste hin. Achso, ja klar, die sind jetzt irgendwo hier beschäftigt, was ich gerade gebaut habe. Was auch immer das nochmal war. Ist schon wieder vergessen. Technologie, ja. Mhm. Kriegsführung, Architektur. Gerichtsgebäude. Ach, wir müssen ein Gerichtsgebäude bauen. Hallo? Okay, jetzt mal... Ach, wir haben die Kohle wieder. Okay, 71. Abfallend, ja, aber nicht so richtig. Hier unten fehlt es an Glaube. Logisch. Der erreicht alle bis hierhin. Hier, das ist nur für den oberen Bereich. Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch zwei von den Teilen bauen. Plus welchen? Patricia, das lasse ich mal komplett sein. Ich will mich nicht da in die Richtung begeben. Weil ich brauche Patricia. Das lasse ich mal komplett weg. Tempel des Mars braucht's. Den haben wir noch nicht. Am liebsten hier was einreißen. Sich erhöhen, dann kann ich... Aber dann ist er wahrscheinlich hier hinten. Dann reicht es wieder nicht. Oder er reicht nicht so viele. So rum. Ich baue das hier hin. Und erhöht für mehr Popularität. Vielleicht doch längs statt quer. Probiere ich mal. So, Tempel des Mars. Ja, das ist schon wieder zu breit gebaut. Ist egal. Wir arbeiten. Mars. Moment, Mars war Ekides. Ja, ja, die können wir hier auf jeden Fall. Das kriegen wir, glaube ich, gerade noch so hin. So. Kommen hier Futter. Glaube ist jetzt hier unten auch angesagt. Dann müssen sie so langsam mal gut auf uns zu sprechen kommen. Hier bekommt ihr so ein Kindertempel. Und hier kann ich auf jeden Fall eine Plattform machen. So, was ist das? Bisschen Stein, ein bisschen. Ja, ja, komm. Einfach nur eine Erhöhung. Relativ zentral. So, oder? So, 2, 3, 4, 5, 6. Mal. Reicht das? Ne, 7 hätten es sein müssen. Okay. So, ich glaube 7. 7 Felder breit müsste das sein. Kann man sich ja mal für die Zukunft... 8 Felder müssen sein. Kann man sich ja mal für die Zukunft merken. Das ist eine Ecke angeknabbert. Reicht das? Ist mich, glaube ich, nicht rechteckig, ne? Ja. Zack. Oder gibt das jetzt doch nicht den Bonus, weil ich's... Oder reicht da ein Feld? Warte mal. Das möchte ich mal ganz kurz gucken. So, mal 2 auf 2. Kann ich da was drauf bauen? Nee, muss natürlich Platz haben. Verstehe. Aber sieht auch ganz schick aus. Ästhetik. Knallen wir da eine große Statue drauf. Hervorragend. Das ist doch ein Bild für die Götter, oder? Hier der schöne Streitwagen. Wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht. Ach ja, Eisen hätte ich vielleicht auch mal irgendwann in dem Leben mal holen können. Aus dem Berg schlagen. Eisenmine. Zack. Dann natürlich muss er jemand schaffen. So, die Frage ist, wer schafft hier drin? Plebejer. Ein Plebejer fehlt oder Patricia? Okay, okay, okay. Also einfach nur eine weitere Inselgeschichte. Wasser erreicht sie auch alle. Perfekt. So, wir haben die Forschung wahrscheinlich abgeschlossen. Das ist bestimmt ein öffentliches Gebäude. Theater, Odeum, Thermen. Oh, das ist natürlich auch schick. Patricia. Okay, doch nicht. Nicht für uns. Kräuterladen verzögert das Auftreten einer Seuche und rettet die Kranken. Ja. Schule, Bücherei. Oh, Finanzamt. Wir brauchen 2000, wir haben 3000 noch was. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen Holz für das Finanzamt. Kannst du auch gerne erzählen.
So, wird gebaut, wird versorgt. Dann haben wir Holz. Halt, das können wir sogar mal verbessern hier hinten. Zack. Steinbruch lassen wir, wie er ist. Gold, wenn wir Gold nochmal verbessern würden, das wäre natürlich toll. Was kann die eigentlich? Also die Proskription war das. Was kann... Kittes arbeiten hier, perfekt. Bringt Kohle. Der Start eines Festivals erhöht ihre Popularität um 25. Eieieiei. Wir sind bei 80, hoffentlich aufsteigend. Abfall. Verdammt. Der ganze Abfall, der hier rumgammelt. Jetzt sagen wir, knall hier hinten einfach mal. Bringt das eigentlich was an Popularität? Große Promenade. Für Menschen, die gerne einen langen Spaziergang machen, aber auch für den aufständischen Mob. Häuser im Umfeld der Promenade erhalten eine Grundversorgung und Unterhaltung, wobei diese nicht zu anderen Gebäuden, welche Unterhaltung davon herangerechnet wird. Shit, ich hätte mich in die Richtung ausbreiten sollen, jetzt, wo ich das hier sehe. Hätte ich doch mal draufgeklickt, ich Dorftrottel. Besitzen Sie 40 Häuser. Uiuiui, da können wir bald mal... Das fände ich schöner, wenn der Verlust an Popularität immer so ein bisschen runtergeht. Von mir ist auch nur in 2 Punktschritten oder so, oder in 3, aber dass es immer 30 braucht, naja. Wir dürfen es auf jeden Fall nicht nutzen. Nicht draufklicken, bitte. Lebensmittelmarkt, ja. Was ist hier los? Liefert Nahrung. Brauche ich mal fast einen Zimmermann oder gehen die Sachen einfach so kaputt? Ich glaube es ja nicht. So, Unterhaltung haben die hier 37. Das ist sehr gut, aber kein Glaube für die Herren. Kann ich wirklich eine Plattform hier verbauen? Der erreicht die hier unten nicht. Achso, das sind ja nur die. Und die werden wahrscheinlich von ihm erwischt. 26 Glaube, ja. Komm, da knallen wir einfach so da hin und dann ist gut. Popularität. Ja, brauchen wir nicht. Okay, am besten halt, wer schafft da? Plebeia und Patrizia. Okay, da muss eine Insula sein. So, schön hier unten. Mit allem versorgt. So, noch schafft da keiner, das haben wir aber gleich. Nicht nerven. Glaube ist noch null. Ja, ihr dürft hier arbeiten. Ja, ihr dürft doch hier arbeiten. Jetzt dürft ihr hier arbeiten. Leute. Wo ist denn das Problem? Kein Arbeitsplatz. Ach, das reicht gerade so nicht. Ja, super. Okay, andersrum. Dann arbeiten die jetzt gleich da. Haben wir gerade wieder den Turbo drin? Ich glaube ja. So, die arbeiten da. Hier. Kein Arbeitsplatz. Na toll. Toll. Komm, dann seid ihr halt, was weiß ich, Holzfäller oder sowas. Holz haben wir gelernt. Ist auch ganz gut. So, läuft.